Ja, liebe Freundinnen und Freunde, die Digitalisierung und das Internet sind heute fester Bestandteil vieler Bereiche unseres Lebens, auch auf diesem Parteitag. Man fragt sich oft, wie das Erstellen von Anträgen und das Finden von Unterstützerinnen und auch der Ablauf eines Parteitags selbst eigentlich funktionieren konnten, als man noch mit Matrizen arbeitete. Heute auch hier in der Halle unzählige Laptops und Smartphones. Durch den Stream auf unserer Homepage verfolgen Hunderte schon die Antragstellerinnen treffen und jetzt hier den Parteitag. Und so sind die Themen Netzpolitik, die noch vor kurzem das Feld nur einiger weniger Fachleute von Programmiererinnen, Technikern und Juristinnen waren, so sind diese Themen heute zu politischen Feldern geworden, die für Millionen von Menschen, für weite Teile der Bevölkerung von großer Bedeutung für ihr tägliches Leben sind. Das merkt man auch an der augenblicklichen Debatte um die kostenabhängige Drosselung des Internetzugangs bei der Deutschen Telekom. Hier wird künstlich ein Gut verknappt, einfach um noch besser damit Geld verdienen zu können. Und das ist bei der Telekom noch mal besonders problematisch, weil sie über die Netze, die sie hält, auch noch ihre Serviceangebote privilegieren will. An diesem aktuellen Beispiel fühlt sich der etwas sperrige Begriff der Netzneutralität dem Grundsatz, dass alle den gleichen Zugang zum Netz haben müssen, mit Leben. Dieser Zugang zum Netz ist inzwischen für viele Menschen Grundlage der Kommunikation, Zugang zu Wissen, zu Informationen und oft auch zur Arbeit. Die schwarz-gelbe Bundesregierung gibt sich bezüglich der Telekom empört und schreibt einen Brief. Das erinnert stark an die Verbraucherschutzministerin, die ja auch empört war über den Datenschutz bei Facebook und in Reaktion darauf nicht etwa den 26 Millionen Menschen dort geholfen hat, sondern ihren Austritt erfolgt hat. Und ich sage euch, liebe Freundinnen und Freunde, Briefe schreiben und Austritte erklären, das sind Dinge, die Herr Rösler und Frau Aigner auch ganz wunderbar aus der Opposition heraus machen können. Wir brauchen eine Bundesregierung, die ihre Arbeit macht und für einen klaren gesetzlichen Rahmen sorgt. Und deswegen streiten wir mit unserem Programm für die gesetzliche Festschreibung der Netzneutralität und gegen ein Zwei-Klassen-Internet, damit die Möglichkeiten der Teilhabe eben nicht vom Portemonnaie abhängen, liebe Freundinnen und Freunde. Und trotz der wachsenden Bedeutung des Internets möchte ich klipp und klar sagen, grüne Netzpolitik bedeutet immer auch, die Menschen mitzudenken, die keinen Zugang zum Netz haben können oder auch wollen. Und deswegen fordern wir immer auch gerechte Angebote für Menschen, die offline bleiben wollen, und Barrierefreiheit für diejenigen, die spezielle Angebote brauchen. Die digitale Revolution verändert vieles. Es gibt kaum einen Politikbereich in unserem Programm, der von ihr nicht irgendwie betroffen wäre. Viele vormals geltende gesellschaftliche Übereinkünfte stehen unter enormem Reformdruck und manchmal werden sie auch auf den Kopf gestellt. Wir haben das als Grüne vor langer Zeit und vor vielen anderen erkannt. Und wir sind es, die die neuen Möglichkeiten betonen, die uns das Internet und die Digitalisierung bieten. Aber wir verschließen auch nicht die Augen vor den zentralen und zahlreichen Herausforderungen, vor denen uns die Digitalisierung stellt. Wir sind nicht die, die mit flachen, unhaltbaren Heilsversprechungen unterwegs sind. Eine Online-Demokratie würde schon bald politische Auseinandersetzungen ganz einfach und Politik ganz unkompliziert machen. Sicher kann man mit neuen technischen Möglichkeiten politische Prozesse und die Verwaltung transparenter machen. Man kann neue Räume für Diskurse und auch Partizipation finden. Und deswegen stehen wir auch mit unserem Programm für Open Data, für mehr Online-Beteiligung und für eine Transparenzoffensive. Aber wir verkaufen die Menschen nicht für blöd. Man kann parlamentarische Demokratie nicht einfach liquid ersetzen. Man kann die Diskussionen und Diskurse nicht einfach vor die Bildschirme verschieben. Und Twitter ergänzt vielleicht, aber es ersetzt eben keine Parteitage, liebe Freundinnen und Freunde. Die Netzpolitik ist eines der großen Querschnittsthemen unserer Zeit. Das macht sie spannend, denn es gibt kaum einen Politikbereich, der davon nicht berührt werde. Das macht sie aber auch kompliziert, denn es gibt natürlich zahlreichste Konflikte.
Und wir gehen nicht die einfachen Wege. Wir lassen uns nicht vor den Karren irgendeiner Lobbygruppe spannen. Wir streiten hier für neue gesellschaftliche Übereinkünfte und überlassen das Feld nicht denjenigen, die rein wirtschaftliche Interessen verfolgen, nicht denjenigen, die das Netz lediglich eine Bedrohung ihrer autoritären Herrschaftssysteme sehen oder gar denjenigen, die über die platte Verteufelung des Netzes unsere Grundrechte weiterschleifen wollen. Und dieser letzte Punkt, die Grundrechte, ist eine ganz wesentliche Frage in der Netzpolitik. Denn wenn wir die Bürgerrechte nicht im Netz verteidigen, werden wir sie in allen Lebensbereichen verlieren, liebe Freundinnen und Freunde. Die Vorratsdatenspeicherung zeigt uns die totalitäre Seite der Technik. Wenn wir auf Schritt und Tritt über unser Telefon geortet werden, wenn all unsere Kommunikationsdaten gespeichert, wenn unsere Vernetzungen und Beziehungskreise mit einem Klick offenbar werden können, dann gibt es eine konkrete, eine reale Gefahr für unsere offene und freie Gesellschaft. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, müssen wir diejenigen sein, die sich entschieden und glasklar und unmissverständlich gegen den abstrusen Ansatz der Vorratsdatenspeicherung stellen. Aber wir dürfen die Bürgerrechte nicht nur verteidigen, wir müssen sie stärken, denn nach all den Sicherheitsgesetzen der letzten Jahre brauchen wir auch wieder ein Mehr an Freiheit. Deswegen streiten wir zusammen mit Jan-Philipp Albrecht auf europäischer Ebene für eine deutliche Verbesserung des Datenschutzes bei uns und in ganz Europa. Denn nicht nur der Staat ist datenhungrig, es gilt auch die Facebooks und Googles, denen endlich klare Grenzen zu setzen. Der Datenschutz ist das Internetgrundrecht und wir Grünen sind diejenigen, die ihn mit diesem Programm ab September voranbringen wollen, liebe Freundinnen und Freunde. Ein besonderes Konfliktfeld der Netzpolitik, und das soll hier nicht verschwiegen werden, obwohl wir im Vorfeld zu diesem Programm wirklich sehr konstruktiv und gut miteinander zusammengearbeitet haben, ist das Urheberrecht. Ich will als Netzpolitiker unserer Partei eines unmissverständlich hier sagen. Ich stehe hier nicht nur für die Netzaffinen und die Interessen des Internets. Ich stehe hier auch für die Interessen der Kreativen und der Kulturschaffenden. Denn wir Grünen können es uns nicht leisten und es würde auch unserem Selbstverständnis massiv widersprechen, wenn wir hier nur für irgendwelche Peergroups stehen wollten. Und deswegen streiten wir gemeinsam dafür, dass die Künstlerinnen gegenüber den oftmals übermächtigen großen Verwertern durch ein besseres Urhebervertragsrecht gestärkt werden. Wir wollen aber auch, dass die künstlerischen Werke und freies Wissen ihre größtmöglichen gesellschaftlichen Nutzen entfalten können. Und deswegen, wir Grünen wollen einen fairen Interessenausgleich aller Beteiligten. Das bedeutet ganz klar, dass Kreative und Kulturschaffende auch im Netz eine angemessene Vergütung erhalten. Aber es bedeutet auch, und das muss genauso unverrückbar Konsens unserer Partei sein, dass die Antwort auf die Problematik der Vergütung nicht die Vorratsdatenspeicherung, nicht Internetsperren und nicht die völlig aus dem Fugen geratenen Abmahnwesen, die wir derzeit erleben, sind. Wir brauchen kreative, gerechte Ansätze. Wir sind offen für neue Konzepte, fördern innovative Geschäftsmodelle und behalten die Pauschalvergütung fest im Blick, liebe Freundinnen und Freunde. Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat die Bedeutung der Digitalisierung in den letzten Jahren komplett verschnarcht und ihre massiven Auswirkungen auf unsere Gesellschaft ganz offenbar überhaupt nicht verstanden. In einer Zeit, in der Sein und Online-Sein verschwimmen, in der praktisch jedes politische Thema und Problem eine Online-Komponente oder einen Online-Lösungsansatz hat, liegt es einmal mehr an uns, den bleiernden Schleier schwarz-gelb, der über dem Land liegt, wegzuziehen, Impulsgeber zu sein und gemeinsam mit der Zivilgesellschaft Diskussionen voranzutreiben, die andere nicht einmal als solche erkennen. Mit unserem Wahlprogramm machen wir hier ein überzeugendes Angebot. Ich freue mich sehr auf die Aussprache und ich danke allen ganz, ganz herzlich für die gute Mitarbeit an dem Programm. Herzlichen Dank.